Ihr Lieben, wie ihr wisst, ist das Voting für Germany's Next Speaker Stars zu Ende gegangen. Und jetzt habe ich auch die Auswertung erhalten, nämlich die ganz genaue, auf welchem Platz ich gelandet bin, wie das Ranking war. Ich danke euch so sehr für eure Stimmen. Da war ich wirklich gut dabei. Und zwar sehr, sehr hilfreich. Aber insgesamt habe ich es nicht geschafft, unter die ersten 30 zu kommen, denn ich bin auf Platz 31 gelandet. Oder nein, ich bin eh, es ist okay. Also danke, danke, danke für eure Stimmen. Es war einfach unglaublich knapp. Also insgesamt bin ich auf Platz 17, aber es gibt eben Plätze, die mehrmals besetzt sind. Mit mir sind noch vier weitere Personen auf Platz 17 und es gibt viermal Platz 4 und fünfmal Platz 11. Also so, jedenfalls echt so knapp daran vorbei. Es ist unglaublich. Aber immerhin, ihr wisst, ein Drittel waren die Publikumsstimmen, zwei Drittel hat die Bewertung der Jury gezählt. Und ja, das war Schicksal, einfach in einem Punkt knapp daran vorbei. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich mitgemacht habe, dass ich mich der Herausforderung gestellt habe, der Challenge, dass ich dabei war, dass es mir Spaß gemacht hat, dass ich die Herausforderung angenommen habe, in 2 Minuten etwas zu sagen und sich halbwegs so zu präsentieren, dass man mitbekommt, wofür man steht. Ja, also mal schauen. Die Bewerbungsphase für Germany's Next Speaker Star 2023 beginnt, glaube ich, eh gleich wieder. Da kann ich es ja noch einmal versuchen und dort mitmachen. Jedenfalls hat es mich bestätigt, dass ich nicht ganz daneben bin mit dem, was ich tue und mache und dass ich auf einem guten Weg bin. Und das heißt aber auch, dass mir diese Zeit, die ich ansonsten dort hinein investieren hätte müssen, mit Aufgaben und Coachings und nach Deutschland fahren und dort wieder präsentieren, dass diese Zeit jetzt mir bleibt für meine Entwicklung, aber selbstverständlich noch viel, viel mehr für meine Kunden und Kundinnen, auf die ich mich sehr freue und wo wir im August das nächste Programm starten werden. Ja, es ist einfach cool. Nochmals vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Habt es gut. Eure Maria Starrybacher. Tschüss.